Moin, Jungs und Mädels, und herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und zu Stellaris, wo wir uns gerade mitten im Krieg befinden. Die Red Skull Bashers haben es geschafft, Krieg anzufangen. Endlich. Wurde ja auch Zeit. So, wir haben hier ein Forschungsschiff, das kann einen Krug fangen. Direkt diese Forschungsprojekte anfangen, und unsere Flotte, die First Fleet, wird hier nach Yultub aufbrechen, um diese Flotte hier zu stellen, von der China Stellar Union. Sind es nicht die Jungs hier? Ach, die sind auch Vasallen der Uranvos. Oh, shit. Okay, gut. Das erklärt natürlich, warum die sich jetzt hier einmischen. Wunderschön. Bravo. Wir sind damit beschäftigt, in Krugfang unseren Raumhafen wieder aufzubauen. Dafür brauchen wir 324 Mineralien. Ja, dass der Raumhafen da gerade so mega am Arsch ist, ist natürlich überhaupt nicht gut. Oh, die hauen ab. Die hauen ab. Warum hauen die ab? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sollten wir in Ulab Nor einfallen. Bei Gelegenheit. Hostile fleet Oh, da detected. sind sie wieder. Incoming transmission. Ups. Was haben wir hier? Kriegserklärung. Oh, die machen da unten schon wieder Krieg. Die hatten schon mal Krieg. Und ich weiß gar nicht, wer den letzten Krieg gewonnen hat. Oh, die scheinen sich hier was Kleines einverleibt zu haben. Der Hive. Die Tyranniden. Nicht Angriffsversprechen ein Ladung. Nein, danke. So, und die sind jetzt hier wieder nach YouTube unterwegs. Warum auch immer. Naja, versucht mal zuerst die hier vielleicht abzufangen. Mal gucken, springen die schon wieder raus? Ich denke, die springen schon wieder raus, ne? Wo sind die denn hingesprungen? Nach irgendwo. Ist uns egal. Okay, dann können wir diese Gelegenheit aber nutzen, um die Flotte hier reparieren zu lassen. Da sind ja einige Schiffe doch ganz schön angeschlagen. Das dürfte auch nicht allzu lange dauern. So, in Krugfang inzwischen. Raumhafen einmal bauen, bitte. Aber wir brauchen nämlich den Raumhafen. Ne, hier, der hat überlebt. In YouTube, wie auch immer. Und dann weiß ich natürlich nicht, warum wir so viel Flottenpunkte verloren haben. Schiffsdesigner. Konstruktionsschiff. Das braucht keinen mega guten Scanner auf jeden Fall. Einen besseren Hyperraumantrieb, ja. Das sehe ich auf jeden Fall ein. Okay. Ein bisschen geschützt. Oh. Sollte das Ding auf jeden Fall sein, finde ich. Kostet uns 129 Punkte. Achso, So, ich glaube, hier können wir gar nichts ändern, ne? Nee, die sind alle maximal gut ausgerüstet. So, und unsere Forschungsschiffe können jetzt hoffentlich ein bisschen Trümmer hier erforschen. Seid ihr unterwegs? Angeblich schon. Was passiert denn hier mit diesem Wurmloch? Wer springt da rein? So eine kleine süße Flotte. Mal sehen, können wir die abfangen, bevor die wieder rausspringen? Oh nein, auch das noch. Hostile fleet engaged. Doch, funktioniert. Wir haben die. Es sind zwei Zerstörer und eine Korvette, wenn ich es richtig sehe. Situation log updated. Okay. So, und jetzt einmal reparieren hier bitte am nahegelegenen Raumhafen. Wir haben nichts verloren. Ja, die haben zwei Zerstörer, eine Korvette verloren. Selbst schuld. Und danach werden wir uns Ulab Nord schnappen.
Oder fangen wir mit Jaxi Omak an. Die sind ja auch mit involviert. Feindflotte in der Nähe. Wo? In Ruthnards Freeship. Die sind ja mutig. Die sind ja mutig. Ich meine, ja, sollen rankommen. Wir haben hier einen mega gut ausgebauten Raumhafen. Da könnten wir sogar, wenn wir Bock hätten, noch mal eine synchronisierte Verteidigung rantackern. Was wir bei so einer kleinen Flotte ehrlich gesagt nicht brauchen. Station under attack. Nee, wirklich? Die machen jetzt da unten wirklich Stress? Situation log updated. Okay. Habe ich mir gedacht, irgendwie. Mal sehen, haben die Trümmer was Interessantes? Nachbrenner. Ja. Ich will den Nachbrenner haben, auf jeden Fall. Wo ist denn hier unser... Ach, die sind jetzt beide in Krugfang. Ach, das ist natürlich sinnlos. Allerdings da runter zu fliegen... kümmern du dich mal lieber hier oben um die. So, dann machen wir das so. Dann müssen wir mal gucken, wenn es da noch eine Weile bleibt, dann nehmen wir es mit, ansonsten lassen wir es bleiben. So, in Krugfang wird der Raumhafen wieder aufgebaut. Unsere Flotte, sind die fertig repariert? Nee, nicht wirklich. Macht doch mal, Leute. Lasst euch mal bitte reparieren. Oh, was war das denn? Weiß jemand, was das war? So, First Fleet. Ach, jetzt machen sie es doch wieder. Okay, wenn ihr meint. So, Transportflotte 2 haben wir fertig. Transportflotte 1 wurde leider vernichtet. In Obrium. Ja, fliegt man nach hier vor. Ach, die haben sich hier gleich zusammengelegt. Das finde ich schön. Dann dürft ihr hier unten rum nach Ulab Nor fliegen. Debris analyzed. Und was haben wir bekommen? Plasmatriebwerke, Nachbrenner, Schilde. Puh, ja, doch. Hat sich schon gelohnt, würde ich sagen. So, erste und zweite Flotte. Könnt ihr euch endlich zusammenschließen, vielleicht? Ginge das? So, Hisa scheint sicher zu sein. Dann lassen wir die Transportflotte hier nachspringen. Research complete. Oh, wir haben Forschung fertig. Das finde ich sehr schön. Globale Energieverwaltung. Ladungsausgleichseinrichtungen können die Stabilität lokaler Energienetze stabilisieren. Sie können die Stabilität stabilisieren. Okay. Und überschüssige Energie zurück in zentralisierte Kondensatoren leiten. Finde ich gut. Hat was. Planetares Energienetz, Physiklabor, Erkundungsgeschwindigkeit. Ja, wir nehmen vielleicht das Physiklabor. Das ist am billigsten. Ich meine, es ist alles nicht so cool jetzt, dass ich mich da unbedingt auf irgendwas stürzen müsste. Aber was haben wir hier? Eine Mini-Flotte. Süß. Ja, da gehen wir doch mal direkt ran, oder? Unsere Flotte hat noch einen Admiral. Ja, gut. Evading hostile fleet. Station under attack. Oh, wo kommt ihr denn her?
Ja, die ziehen wir nochmal zurück. Die greifen da meinen Raumhafen an. Das finde ich natürlich nicht gut. Ja, wir werden inzwischen eiskalt hier hinten zuschlagen. Science Ship under attack. Ja, liebes Science Ship, wird sich nicht zurückziehen? Scheinbar nicht. Debris analyzed. Okay, alles klar. Das sind wir also schon mal los. Mal sehen, vielleicht überlebt unser Raumhafen das. Wo ist denn hier die große Flotte? 600, 1600, ja, ist egal. Wir greifen hier einfach diesen Hafen an. Hopp, hopp, die versuchen zu entkommen. Abfangkurs bitte. Hostile fleet detected. Okay. Die machen da ein bisschen Stress gerade. Und die versuchen hier abzuhauen. Station under attack. Also, der Krieg ist noch lange nicht gewonnen hier. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Ja, wir haben den Raumhafen verloren. Bisschen ärgerlich. Da müssen wir aufpassen auf jeden Fall. Nee, hier wollte ich hingucken. Ja, das ist keine große Flotte, ne? Aber sie reicht scheinbar, um unseren Raumhafen alle zu machen. So, und wir sind hier im Gefecht. Situation log updated. Ohne Probleme. Station under attack. Hallo Leute, ihr sollt hier mit ran eigentlich. Nicht da hinten rumbummeln. Station under attack. Hostile fleet engaged. Debris analyzed. Situation log updated. Hostile fleet detected. Oh, wo soll's hingehen? YouTube. Okay, da scheint man sich gerade zusammenzuziehen so ein bisschen. Die Flotten sind alle nicht besonders groß. Aber doch groß genug, um ein bisschen Sorgen zu bereiten. Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Hostile fleet engaged. So, den Raumhafen hier durften wir auch ohne Probleme kriegen. So, okay. Und dann, liebe Flotte, greift hier bitte Urlaub Nord an. Also die Transportflotte wird hier rein in den Orbit einfliegen. So, in Krugfang sind wir fertig inzwischen. Und da bauen wir uns erstmal eine synchronisierte Verteidigung, weil die einfach nicht so richtig teuer ist. Und uns ein bisschen mehr Schutz verspricht. So, unser Forschungsschiff hat überlebt tatsächlich. Ich bin beeindruckt. Ja, wie geht's denn dem Schiff? Ist es heil oder? Ja, scheint heil zu sein. Okay, also in YouTube können wir erstmal nicht erforschen. Ja, dann kommen halt einmal hier runter nach Apollux geflogen. Da kannst du zwischendurch auch gleich mal gucken, ob sich da irgendwelche Zerstörer und eine Korvette haben wir verloren. Beim Sturm auf den Raumhafen. Okay. Okay. Ach, die haben sich hier repariert. Okay, finde ich gut. Arbeitslosigkeit auf YouTubes Crash. Ja, was haben die vor? Wollen die hier eine Invasion starten oder? Nee, will ich die überhaupt hier bauen lassen? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, ich will die auf Krugfang bauen lassen.
Da bekommen die nämlich die bessere Ausbildung. Ein neuer Kontakt. Okay, wer ist es? Das Shaptak-Kartell, ein Megakonzern, gelehrter Erkunder. Wo wohnen die denn? Ganz da hinten. Sind uns ebenbürtig. Mehr oder minder. Hostile fleet detected. So, was haben die jetzt? Haben die eine Transportflotte hier drin? Die haben gar keine Transportflotte hier drin. Doch, haben sie. Transportflotte 116. Also die werden Yultub, denke ich, versuchen anzugreifen. Wir werden hier Ulab Nor übernehmen und dann werden wir uns Yultub wiederholen. Kein Thema. So, wir bombardieren hier fleißig. Verbesserte Deflektoren, Physikforschung, okay. Oh, hallöchen. Ach, lass doch den Planeten nicht in Ruhe, bleib doch da dran, lass euch von denen doch nicht ablenken. Situation Log updated. Naja, was soll's. Ja, kommt, Leute. Nicht so viel hin und her fliegen. Mehr den Planeten bombardieren. Nein, lass sie in Ruhe. Oh Mann, ey, echt. Hostile fleet detected. Ja, um die kümmern wir uns aber, wenn die rankommen. Nach Sepir, ist mir egal. Hostile fleet detected. Hostile fleet. Und wenn die jetzt hier dran sind, genau, dann können wir nämlich hier die angreifen. Ich meine, die stellen ja keine echte Gefahr für uns dar. So, seid ihr hier irgendwie im Orbit? Fliegt mal in den Orbit, bitte. So, in YouTube haben die hier einigermaßen Schlagkraft zumindest versammelt. Auf Crackfang bauen wir inzwischen unsere Armeen weiter. Raumhafen Stufe 2 können wir gleich mit in die Liste hauen. Armeen, wie viele haben wir? 1, 2. Und das hier sind nochmal 5, sind 7. Wir brauchen also noch 3 Armeen. Für eine vollständige Abteilung. Ich stapel die halt immer in 10ern. Das reicht meistens für Planeteninvasion. Wenn wir uns hier zum Beispiel Urlaub angucken. Oh, dann sehen wir, die haben doch eine ganze Menge da. Na, mal gucken, ob wir die nicht noch bombardieren können. Potenzielle Armeen. Okay, also da müssen wir vielleicht tatsächlich noch eine zweite Transportflotte mit ranziehen. Ich weiß auch nicht, wie hier unsere Chancen wären eigentlich, die einzunehmen. Ich meine, wir haben sehr schlagkräftige Armeen, ja. Research complete. Oh, Forschung ist fertig, sehr schön. Galaktische Bestimmung, yes. Wir müssen den Mut haben, unser Schicksal am Schopf zu packen und das wahr werden zu lassen, was schon immer sein sollte. Reduziert die Kriegsforderungskosten für Planet abtreten und Militärstationen abtreten stark. Na, das hätte ich mal vor diesem Krieg hier haben sollen. Aber ist egal. Grenzreichweite plus 20% ist super. So, und jetzt könnten wir hier die Verbesserungskosten zum Beispiel oder die Besatzungsquartiere, Unterhaltskosten, Reparaturgeschwindigkeit und Reparaturkosten. Ja, ich denke, ich werde das hier erforschen.
Dauert auch nur 16 Monate. Obwohl, hatten wir hier noch irgendwas? Regeneratives Rumpfgewebe ist immer noch ein bisschen teuer, leider. Alles klar. Gut. Ja, wir forschen doch da schon. Ach so, nein, ich habe jetzt gar nichts ausgewählt. Ups. So. Alles klar. Danke, Spiel, dass du mich darauf nochmal hingewiesen hast. So, Crackfang hat die Verteidigungsmatrix gebaut. Wie auch immer das Ding in Wirklichkeit heißt. Ich weiß jetzt nicht. Oh, und die haben hier immer so süße kleine Flotten, ne? Hostile Fleet detected. Ja, hier müssen wir auf jeden Fall was tun, bevor das zu viele werden. So, die kommen ja auch schon wieder. So, und dann schauen wir mal. Was sagt denn unsere Transportflotte hier im Orbit? Wäre eine Landung ratsam? Mal gucken, die machen hier keinen Schaden, diese Verteidigungsarmeen. Die machen 1,5 bis 3. Ja, wir machen viel mehr Schaden. Haben aber auch weniger Gesundheit als die. Also da ist jetzt die interessante Frage, ja, könnten wir das schaffen oder könnten wir es nicht schaffen? Haben wir überhaupt in der Flotte hier? Ich lasse die Flotte noch mal ganz kurz hier aus dem Orbit rausfliegen. Warum kann ich die nicht? So, jetzt kann ich. Anführer brauchen wir auf jeden Fall. Das hätte ich beinahe vergessen. Da rekrutieren wir uns einen General. Moralbonus für Angriffe, Schadensbonus für Angriffe. Oh, das hört sich super an, muss ich sagen. Armee Moral, Armee Schaden, auch in der Verteidigung. Boah, ich glaube, ich will den hier haben. General Kilska. Mega cool. So, und damit sieht das Ganze hier vielleicht schon wieder ein bisschen anders aus. Hm? Ja, unsere Jungs haben irgendwie relativ wenig Gesundheit. Aber jetzt schon ein bisschen höher, 241. Und machen enorm viel Schaden. Ne? Die machen 8 Moralschaden. Ach, die haben auch nicht so viel Gesundheit. Ich sagte, die hätten irgendwie 300 Gesundheit oder sowas. Wie viele sind denn das hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ja, aber mit dem müssten wir fertig werden. Die machen nicht mal halb so viel Schaden wie wir. 2,7. Ja, die müssten wir eigentlich locker in Grund und Boden rammen können. Die Typen, die hier haben, ne? Die haben keine Moral. Deswegen, wir machen die über die Moral eigentlich komplett fertig. Bilde ich mir ein. Zur Transportflotte. In Urlaub, Armee landen. Ja, da müssen wir mal Richtung YouTube tatsächlich aufbrechen. Und mal gucken, was da passiert. Die werden dabei eine Invasion starten, davon gehe ich aus. Wie groß ist denn deren Transportflotte? 51. Die haben... Sklavenarmeen haben die hier und 27 Angriffsarmeen. Ach du Scheiße, ja, damit überrennen die uns natürlich komplett, wenn die sich jemals entschließen sollten zu landen. Was eigentlich nicht mehr lange dauern kann, ne? Die Befestigungen hier... Hm. Ja, keine Ahnung. So, wir beginnen jetzt unsere Invasion. Evading hostile fleet. Die kommen schon nach Crackfang rein. Echt jetzt? Ja, mit 112, okay. 112 ist nicht so richtig krass. Aber unser schönes Science-Schiff hier.
uns mal an, wie läuft das hier? Hostile fleet engaged. Situation log updated. Station under attack. So, die sollen hier unterstützen eigentlich. Die First Fleet soll hier mit Bombardierung unterstützen auf jeden Fall. Ja, und da sehen wir, ne, wir machen die Science Ship under attack. Situation log updated. Komplett zur Schnecke. Hoffe ich. Oh Gott, was ist hier los? Debris analyzed. Okay. So, im Pollux haben wir hier fertig geforscht. Haben wir denn irgendwo Projekte, die wir noch angehen können? In relativ friedlichem Raum vielleicht? In Hisa. Da haben die nur Bergbau und Forschungsstation. Hier ist das Fehlschlagrisiko riesig. Hier auch. Oh Junge. Ja, guckt mal, ob ihr da das machen könnt. So, und wir gucken uns hier die Invasion an. Ja, gewonnen. Okay. Keine Verluste bei uns. Die müssen sich jetzt halt erholen. Raumhafen im Crackfang-System hat 3 Korvetten erledigt. So, die First Fleet fliegt hier nach Sipir weiter auf jeden Fall. Hostile Fleet detected. Oh, haben wir hier noch? Hier haben wir noch eine kleine Mini-Flotte oder sowas. Die First Fleet, die setzen wir wieder voll auf Angriff. Ja, erledigt die hier ruhig. Hostile Fleet engaged. Situation log updated. So, sehr schön. Crackfang, der Raumhafen, hat fertig gebaut. Ist fertig gebaut. Wurde fertig ausgebaut. First Fleet, hallo, ihr seid gemeint. Ihr sollt nach... Achso, wir sind noch im Kampf. Mit wem denn? Governor Chattak ist gestorben. Was haben wir denn hier gerade erledigt? Ach, Bergbaustation. Ja, gut. Okay. So, First Fleet hier rüber, bitte. Und den Crackfang, Raumhafen. Wir brauchen die Korvettenwerft hier. Oder bauen wir erstmal die Größe aus? Mal gucken. Ja, ich denke, wir bauen den erstmal aus, damit wir hier vom Flottenlimit irgendwie runterkommen. Ach, unser Warboss, der verringert unsere Flottenkapazität. Interessant, na hoffentlich stirbt er bald. Das habe ich natürlich so nicht gesagt, ne? Das dürfte ich eben klar sein. So, dann schauen wir mal, dass wir diesen Krieg hier vielleicht bald irgendwie beenden können. Ja, ich weiß nicht, worauf die hier warten. Ne? Die haben immer noch nicht mit der Invasion begonnen. Und ich weiß nicht, warum. Die geben sich hier im Moment mit einer Blockade zufrieden. Keine Ahnung, wieso. Was wollte ich gerade eigentlich machen? Jungs und Mädels, ich weiß nicht. Ich denke, die Folge beenden, wenn ich so auf die Uhr schaue. Für heute war es das. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal werden wir hier auf jeden Fall diesen Krieg fortsetzen, werden erst das Council of Ulab Nor besetzen, dann hier oben das Coffin Juxi Konkordat. Und dann werden wir uns hier oben so ein bisschen rumarbeiten, bis wir diesen Krieg gewonnen haben. Wir sind schon bei 26% auf jeden Fall. Was natürlich ganz cool ist. Und ja, ich denke, wir
bekommen das dann. Wir können ganz kurz in die Kriegspunkte reingucken. Weltraumschlachten, Besatzung, die bekommen hier durch die Blockade 8 Punkte. Wenn wir die auflösen, haben die also noch mal ein bisschen weniger Punkte. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall haben wir den Widerstand größtenteils gebrochen. Und müssen jetzt nur zusehen, dass unsere Flotte hier irgendwie intakt bleibt. Die werden wir da auch nochmal zwischendurch reparieren. Ne? Einige Korvetten sind hier kurz vorm Sterben auf jeden Fall. Wir haben noch 28 Zerstörer hier und 12 Korvettenklasse-Schiffe. Also wenn wir da irgendwie in der Nähe von YouTube sind, die haben gerade keinen Raumhafen, oder von Crackfang, werden wir es nochmal reparieren, bevor wir dann nach hier oben vorstoßen. Und in Crackfang bauen wir inzwischen unsere Angriffsarmee auf. Die bekommen dann natürlich alle noch Psioniker zugeteilt, ganz klar. Und dann können wir uns auch wieder so ein bisschen um die zivile Verwaltung kümmern, wenn wir hier Raumhäfen ausgebaut haben und diese Flotte erstellt haben und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, für heute war es das, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.